Nächster Redner ist der Kollege Arnold Fahrts für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verfolge die Debatte seit heute um 11 Uhr. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass kein einziger und keine einzige der Oppositionsredner oder Rednerinnen bisher ein Wort verschwendet hat auf das Thema 20 Jahre Mauerfall. Immerhin ein Thema, das gestern den gesamten Abend das öffentlich-rechtliche Fernsehen beschäftigt hat. Und Sie haben sich, wenn Sie das gesehen haben, noch mal vergegenwärtigen können, was das für ein Ereignis war, wie es die Menschen bewegt hat. Sie haben die Freudentränen der Leute gesehen, die zum ersten Mal West-Berlin betreten haben. Und gerade deshalb frage ich mich, weshalb Sie das so wenig interessiert und weshalb Sie uns dann vorwerfen, dass es irgendeinen Keil gäbe zwischen der Bevölkerung und uns. Ganz offenbar sind Sie es, die ein wenig neben der psychischen Beschaffenheit der Mehrheit in Deutschland leben. Meine Damen und Herren, über den Aufbau Ost kann man nur auf der Basis von Wahrheit und Klarheit reden. Und wo es Besonderheiten gibt, mögen sie materieller oder mögen sie psychologischer Natur sein, muss man sie klar benennen. Und gerade die Letzteren halte ich für sehr wichtig, gerade an einem solchen Tag wie heute zu erwähnen. Worum geht es? Meine Damen und Herren, unsere Generation der Ostdeutschen hat die Hälfte des Lebens zugebracht in einem Zustand entzogener Freiheitsrechte, des entzogenen Rechts auf freie Meinungsäußerung, des entzogenen Rechts auf diskriminierungsfreies Bekenntnis zu einem Glauben, des entzogenen Rechts auf Freizügigkeit, des entzogenen Rechts auf demokratische Mitwirkung in der Politik. Das ist das Erlebnis eines halben Lebens unserer Generation, und zwar ohne die Aussicht auf ein Ende dieses Zustands. Nun mögen die Menschen verschieden beschaffen sein, aber gerade angesichts der Tatsache, dass wir bisher fast eine reine Verteilungsdiskussion hier geführt haben, möchte ich sagen, und ich kann hier nur für mich sprechen, kein einziges der sogenannten sozialen Rechte und auch nicht alle sozialen Rechte zusammen, auf die sich die DDR so viel zugute hielt, hat für mich jemals die Abwesenheit dieser Freiheitsrechte aufgewogen, meine Damen und Herren. Und deshalb sehne ich mich auch nicht nach dieser Zeit zurück. Aber ich wehre mich trotzdem gegen eine Einebnung, gegen eine Philosophie, die da sagt, hört auf von dem ständigen Reden von Ost und West. Wir sind ja jetzt ein einiges Deutschland, da braucht man das nicht mehr zu erwähnen. Es ist sehr wohl nötig, auch wieder aus der Sicht meiner Generation, immer wieder diese Geschichte zu erwähnen. Warum? Weil wir etwas Besonderes Eigenes mitbringen in die deutsche Wiedervereinigung. Wir bringen keine Vermögensvorteile mit, wir bringen auch keine Ausbildungsvorteile mit, sondern ganz im Gegenteil. In vielen Fächern sagt man uns, habt ihr das erste und zweite juristische Staatsexamen? Wenn nicht, könnt ihr wieder gehen. Das ist bedauerlich. Aber wir bringen etwas anderes mit, meine Damen und Herren. Unsere Generation bringt die Erfahrung mit, in dem eigenen Leben die Kraft aufgebracht zu haben, eine Kraft, die aufzubringen, anderswo nicht nötig war, eine Kraft aufzubringen, ein übermächtiges totalitäres Regime mit Würde zu überleben. Und ich betrachte es als unsere zentrale Aufgabe als Ostdeutsche hier in diesem Bundestag, dafür zu sorgen, dass diese enorme Lebensleistung in Deutschland respektiert, anerkannt und gewürdigt wird, meine Damen und Herren. Und die Freudentränen von gestern, wie Freudentränen im Allgemeinen, haben eine bittere Geschichte gehabt. Und meine Damen und Herren,
Ich glaube, dass es genau dieses Bewusstsein der entzogenen Rechte ist, was diese bittere Geschichte ausmacht und was die Emotionen des gestrigen Tages ausmacht. Meine Damen und Herren, allerdings fehlte mir gestern auch etliches an der Gesamtdarstellung. Die Fernsehbilder suggerierten eine schöne Harmonie. Nur die Freudentränen am 9. November waren kein gesamtdeutsches Gemeingut. Im Gesicht von Oskar Lafontaine, der leider wieder aus dem Saal gegangen ist, wird man schwerlich welche ausgemacht haben. Und er hat mir in einer der letzten Debatten der letzten Legislaturperiode zugerufen, ich sagte die Unwahrheit, als ich etwas über ihn zitiert habe. Deshalb sage ich es nochmal und diesmal mit Angabe der genauen Textstelle, um klarzumachen, wie dieser Mann damals gedacht hat. Sächsische Zeitung vom 13.12.1989. Und da wird Herr Lafontaine folgendermaßen zitiert. Der stellvertretende SPD-Vorsitzende und saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine sprach auch von guten Argumenten Rentnern aus der DDR bei einer Übersiedlung in die Bundesrepublik aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit keine Rente mehr zu zahlen. Es sei geltendes Recht in der Bundesrepublik, dass jemand, der keine Beiträge eingezahlt habe, auch keine Rente bekomme. Originalzitat Sächsische Zeitung. Wenn er das dementieren will, soll er es tun. Vielleicht wurde er falsch zitiert. So haben wir ihn aber damals wahrgenommen. Und meine Damen und Herren von der Sozialdemokratischen Partei, Sie erinnern sich, Sie haben diesen Mann als nächstes zum Kanzlerkandidaten gemacht und einige Jahre später zum Parteivorsitzenden gewählt. Ich halte das für eine grobe Unsensibilität gegenüber der gesamten deutschen Geschichte, insbesondere der deutschen Wiedervereinigung. Meine Damen und Herren, ich bin sehr dankbar, dass wir in den letzten Jahren eine so enorme Solidarität von West nach Ost hatten. 1,3 Billionen Euro sind von West nach Ost geflossen. Nun gibt es Stimmen, die sagen, wer Dankbarkeit einfordert, der erniedrigt die Menschen. Nur dazu möchte ich Folgendes sagen. Mir gegenüber hat nie jemand Dankbarkeit eingefordert. Ich erlaube mir aber, eine tiefe Dankbarkeit zu fühlen und schäme mich dieser Dankbarkeit auch nicht, halte sie nicht für ein altmodisches Gefühl, sondern für eine Selbstverständlichkeit für jeden halbwegs intelligenten Menschen. Für jeden halbwegs intelligenten Menschen mit Herz, der nur einen kurzen Blick nach Polen, nach Tschechien, nach Russland und in all die anderen Länder hinwirft, die aus derselben Situation gekommen sind, in der wir vor 20 Jahren waren, meine Damen und Herren. Und vor diesem Hintergrund versteht sich natürlich auch das, was wir im Koalitionsvertrag schreiben. Denn selbstverständlich möchten wir den Annäherungsprozess West-Ost fortsetzen. Und das bedeutet zum Beispiel, dass Solidarpakt II so bleibt, wie er ist. Und auch vorhin die Zweifel, die daran geäußert worden sind, dass der Risikostrukturausgleich bleibt, wie er ist, die möchte ich zerstreuen. Wir ostdeutschen Abgeordneten werden dafür sorgen, dass die Vorteile, die uns die Gesundheitsreform gebracht haben, in der nächsten Legislaturperiode voll erhalten bleiben, meine Damen und Herren. Dafür streiten wir. Dass das vielleicht nicht immer ganz einfach wird im allgemeinen Interessenausgleich, ist klar, aber wir werden es tun. Und des Weiteren sage ich, wir müssen auch weiter im Bereich der Infrastruktur voranschreiten. Und das ist ein ganz wesentliches Problem. Und da bitte ich doch, dass uns auch die Kollegen von der Opposition helfen, wenn sie tatsächlich etwas für Ostdeutschland empfinden und nicht die ganze Zeit die Prozesshandeln in Ostdeutschland schüren, damit unsere Projekte nicht stattfinden. Ich will Ihnen nur sagen, wir können mit einer alpenquerungsfreien See-zu-See-Verbindung dienen, von Ostsee zu Adria, auf der Schiene. Und wenn das gelingt, dann haben wir die Möglichkeit, global Verkehre von globaler Dimension nach Ostdeutschland zu lenken und von ihrer Erschließungswirkung zu profitieren.
Vorausgesetzt, es wird uns nicht kleinkarierter Widerstand dabei entgegengebracht, meine Damen und Herren. Und darum bitte ich Sie sehr. Und was die Frage nach einem Aufbau West betrifft, was auch geäußert worden ist vor kurzem, da kann ich nur sagen, ich bin voll davon überzeugt, dass Peter Ramsauer damit mit keinem Wort gesagt hat, dass auch nur ein Projekt in Frage steht, was uns in Ostdeutschland zugesichert ist und was bereits bezahlt ist und worauf wir gesetzt haben, meine Damen und Herren. Da bin ich ganz sicher. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, Richtung Westdeutschland, es gibt dort eine Anzahl Projekte, die seit 40 Jahren nicht geworden sind, wo wir aber keine Verantwortung dafür tragen, zum Beispiel die Hochrheinautobahn. Das ist nicht unser Problem. Da haben Sie sich in ein eigenes Gewirr von Fallstricken verwickelt. Und da müssen Sie sehen, wie Sie rauskommen. Aber ich bin der Meinung, dass trotzdem die Dinge, die im Westen liegen geblieben sind in den letzten Jahren, selbstverständlich ein Recht darauf haben, aufgearbeitet zu werden. Und auch da werden wir an einen Strick ziehen, weil wir dankbar sind für die Solidarität in Deutschland und weil wir sie so, wie sie ist, aufrechterhalten wollen. Vielen Dank, meine Damen und Herren.